Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Liebe Tennisfreunde, wir beenden heute unsere dritte Saison. 8 Wochen sind es noch und unser Hauptfokus liegt bei Natascha Schunk. Denn unsere Mission lautet, dass wir sie noch in die Top 150 der Welt bringen wollen, um nächstes Jahr bei den Grand Slam Turnieren zumindest in der Qualifikation teilnehmen zu können. Deswegen liegt unser Hauptfokus heute, wie gesagt, auf ihr, auch wenn sie natürlich die deutlich weniger bedeutenden Turniere spielt. In dieser Woche, Woche 41 des Jahres 2023, wird sie in Spanien auf Sand spielen. Die Woche danach dann weiterhin auf Sand in Ungarn, bevor sie auf Hardcourt wechselt und nach China, nach Nanning wechselt. Weiter geht's dann in Frankreich auf Hardcourt in Nantes. Dann geht's wieder zurück nach China, nach Shenzhen, bevor wir dann die Saison abschließen mit Turnieren in Houston und in Bhopal. Wie sieht es bei den anderen Spielern aus? Natürlich werden die auch noch Turniere spielen, auch wenn sie die ein oder andere Woche jetzt frei nehmen werden, denn für sie ist die Saison bereits ein voller Erfolg gewesen und letztendlich müssen wir jetzt nicht den Terminplan voller machen als nötig. Mit Anja Wildgruber werden wir in Linz, also in Österreich, versuchen, noch einen Erfolg zu feiern. Danach geht es nach Luxemburg, nach Ungarn und schließlich dann noch zu den Next-Gen ATP Finals, wobei das natürlich die WTA Next Gen Finals sind. Warum hier ATP steht, weiß ich nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Für die WTL Tour Finals haben wir sie jetzt auch einfach mal angemeldet. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Aber ansonsten gibt es hier kein Turnier, das uns interessiert. Und dann ist es auch schon vorbei. In den letzten beiden Wochen wird Anja Wildgruber kein Spiel mehr bestreiten. Bei Molliker ist es ähnlich. Der wird auch in den letzten beiden Wochen kein Turnier mehr bestreiten. Aber los geht's für ihn in Woche 41. In Asien. Also in China ist er da unterwegs, bei den Shanghai Masters. Da geht es um mehr als eine halbe Million Preisgeld. Also da müssen wir natürlich unbedingt dabei sein. Dann geht es zum Kremlin Cup. Da geht es um weniger Geld, aber ein sehr, sehr gut besetztes Turnier. Wir reisen weiter in die Schweiz. Wollen hier beim Turnier 210.000 mitspielen. Die Quali von den Rolex Paris Masters brauchen wir nicht. Das sind wir, glaube ich, sofort angemeldet. Genau, hier sind wir. Und danach hat er frei. Also er wird die letzten 3 Wochen nicht mehr teilnehmen an einem Turnier. Denn dann kommen die Finals, da können wir eh nicht mitspielen, weil wir einfach nicht qualifiziert sind. Und bei den Next-Gen-ATP-Finals können wir auch nicht mehr mitspielen. Und die alternativen Turniere, ihr seht es hier, die lohnen sich einfach für uns überhaupt nicht. Da trainieren wir lieber und versuchen uns zu verbessern. Wir gehen jetzt durch die erste Woche durch und wie immer machen wir es so, wenn es spannend wird, hole ich euch dazu. Hoffen wir mal, dass wir heute das ein oder andere Finale oder zumindest Halbfinale zu sehen bekommen. In Linz war Anja Wildgruber weniger erfolgreich. Direkt in der zweiten Runde ist sie ausgeschieden. Gewonnen hat sie trotzdem kein Spiel, denn in der ersten Runde hatte sie ein Freilos. In der zweiten Runde ist sie dann gegen eine aufstrebende junge Deutsche ausgeschieden. Also hätte uns natürlich eigentlich nicht passieren dürfen. Aber so kennen wir es. Anja Wildgruber ist einfach noch zu unkonstant. Bei Rudi Möllecker ging es weit im Shanghai Masters. Dort ist er erst im Viertelfinale ausgeschieden und zwar mit 6 zu 4. 6 zu 4 gegen Rafael Nadal. Also damit können wir leben. 38.000 Euro hat er eingespielt. Das war also durchaus eine erfolgreiche Woche für ihn. Richtig gut läuft es aber für unsere Natascha Schunk. Sie hat sich jetzt durchgespielt, steht im Halbfinale und spielt dort gegen Anna Konju. Die Partie wollen wir uns jetzt anschauen, denn wie gesagt, die Turniere für sie sind durchaus wichtig, denn wir wollen in der Weltrangliste unbedingt nach vorne klettern. Unfassbar, aber es gibt Satzball für Anna Konju. Wir waren bereits mit unserer Natascha Schunk 2 Breaks vorne, haben die tatsächlich abgegeben und geben jetzt noch ein drittes Break her und verlieren mit 7 zu 5. Im zweiten Satz geht es in den Tiebreak. Auch hier waren wir Break vorne, haben es aber wieder abgegeben. Sind letztendlich aber sogar froh, dass es in den Tiebreak geht, denn auch die Gegnerin hat im zweiten Satz einige Breaks geschafft und auch noch mehr Breakbälle gehabt. Also wir können hier zufrieden sein, dass wir es in den Tiebreak geschafft haben. Und da sieht es doch für uns ganz gut aus. Um Gottes Willen. Okay, das muss eigentlich ein Animationsfehler gewesen sein, denn den Punkt hätte sie locker machen müssen. So weit vorne am Netz. Hier macht sie einen sehr guten Return, geht 3-2 in Führung. Mini-Break vorne jetzt, Natascha Schunk. Ich hoffe, dass sie das durchhält, aber da ist schon das 3-3. Hier geht es rucki zucki hin und her. Und jetzt liegen wir 4-3 hinten. Also,
Hier gibt es so viele Breaks, da ist der Aufschlag eigentlich überhaupt kein Vorteil, muss man ganz ehrlich sagen. Schaut euch das an, wie wir hier retournieren können, wenn der zweite kommt. Hier jetzt hoffentlich ähnlich. Jawohl, zack, da wird der Ball der Gegnerin um die Ohren gehauen. Übrigens, jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass wir gegen eine Gegnerin spielen, die das gleiche anhat wie wir. Also dieses weiße Kleid scheint bei dem Damentennis sehr beliebt zu sein. Mein Gott, also da müssen wir noch einiges machen im Training. Und auch da kommt sie nicht mehr hin und dann gibt es Matchball Anna Konju. Gut abgewehrt. Wenn der zweite kommt, dann gehen wir total drauf auf den Winner. Das ist bei der Gegnerin absolut Pflicht, denn die schlägt so schlecht auf, dass man da eigentlich fast jedes Mal breaken muss. Aber jetzt gibt es wieder Matchball für sie. Guter Aufschlag nach außen, jetzt muss er kommen nach außen, jawohl. Richtig stark gespielt von Chung. Und jetzt haben wir die Chance, uns den Satzball zu holen und das tun wir. Ah, und genau jetzt kommt der erste Aufschlag bei Konju. Satzball oder Matchball, was gibt's jetzt? Nein, das ist zu weit, es gibt wieder Matchball für Anna Konju. Wieder ein guter Aufschlag. Den muss sie jetzt einfach tot machen, den Punkt. Das macht sie ganz stark. 9 beide. Am Netz weiß ich nicht, ob ich ihr da so vertrauen soll. Nein, das geht natürlich gar nicht. Wieder Matchball Konju. Und jetzt bringt sie den ersten. Und das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein. Nein, sie macht den Punkt noch nicht tot. Es geht weiter. Und wir wehren ihn schon wieder ab. 10 beide. Zweiter Aufschlag. Das ist unsere Chance. Das ist unser Punkt. Satzball. Schunk. Ein wahnsinniges Hin und Her. Oh, der war knapp. Oh, wieder der Return. Aber wir sind noch dabei. Wir sind noch im Ballwechsel. Und da ist es. Sie schlägt ihn ins Aus. 7-6 geht der zweite an Nastassja Schunk. 4-0 lagen wir bereits hinten in diesem entscheidenden dritten Satz. Jetzt liegen wir noch 5-4 hinten. Und die Gegnerin Konju schlägt auf zum Matchgewinn. 30-15 steht's. Wir müssen sie passieren, schaffen es nicht. Wir sind viel zu langsam, viel zu spät am Ball. Und dann gibt es wieder zwei Matchbälle für Konju. Diesmal nutzt sie Kroatin diese Matchbälle und zieht ins Finale ein. Der wöchentliche Teambericht von Woche 41 zeigt uns, dass es weiterhin schön bergauf geht für Nastassja Schunk, trotz ihres Aus hier im Halbfinale. Sie ist geklettert auf Platz 208, spielt diese Woche in Ungarn. Bei Anja Wildgruber geht es zwei Plätze nach unten, weil sie einfach ja, enttäuschend in der zweiten Runde direkt ausgeschieden ist in Linz. Jetzt versucht sie ihr Glück in Luxemburg. Und bei Rudi Mollecker, ja, da bleibt der 15. Platz jetzt erstmal stehen nach dem Viertelfinale in Shanghai. Jetzt geht es im Kremlin Cup zur Sache. Woche 42 läuft für unsere Mädels alles andere als gut. Nastassja Schunk scheidet in Ungarn direkt in der ersten Runde aus, bringt uns also keine Punkte. Und in Luxemburg läuft es bei Anja Wildgruber ähnlich schlecht. Sie ist zwar zwei Runden weitergekommen, das erste war allerdings wieder ein Freilos, also Glück für sie. Sie kommt allerdings nur ins Achtelfinale hier in Luxemburg, verdient immerhin fast 4.500 € für uns, aber deutlich besser läuft es für Rudi Mollecker diese Woche. Woche 42, er ist unterwegs in Russland beim Kremlin Cup, hat die ersten drei Runden schon gewonnen. Jetzt geht es im Halbfinale gegen Nikola Milojevic. Auch da sind wir klarer Favorit. Und selbst wenn wir ins Finale kommen und auf John Isner treffen, sind wir Favorit. Wir sind hier an 1 gesetzt. Also das ist mittlerweile ein Standing, das wir haben. Das kann sich wirklich sehen lassen. Unser Gegner jetzt sollte aber nicht unterschätzt werden. Der ist 21 Plätze gefallen. Hat also in der letzten Woche, letztes Jahr richtig gute Punkte geholt. Dieses Jahr eher nicht. Trotzdem ist er in herausragender Form und sollte nicht unterschätzt werden. Ich hab's noch gesagt, bitte nicht den Gegner unterschätzen. Aber Rudi Mollecker scheint nicht richtig zugehört zu haben. Jetzt wehrt er zwei Satzbälle ab, aber er muss trotzdem jetzt breaken, sonst hat das alles nichts gebracht. Wir sind jetzt ganz klar am Drücker und holen uns tatsächlich nochmal den Breakball. Nach zwei Satzbällen für Milojevic haben wir jetzt Breakball, aber auch der Serbe kann ihn abwehren. Und jetzt hat er seinen dritten Satzball. Starker Aufschlag, aber wir sind im Ballwechsel drin und holen uns wieder den Einstand. Komm schon, Rudi, hol dir jetzt den Breakball. Wir brauchen das Break, aber er vergeigt ihn wieder. Und jetzt gibt es den vierten Satzball. Und irgendwann werden wir es nicht mehr schaffen, ihn abzuwehren. Aber hier haut er ihn jetzt aus. Also wieder Einstand.
Und jetzt ein super Return. Breakball Mollecker. Das muss es doch sein, Mensch. Nein, er haut ihn ins Aus. Das gibt's nicht. Wieder Einstand. Zweiter Aufschlag. Wieder unsere Chance. Da ist es. Nächster Breakball. Eine wahnsinnig ausgeglichene Partie. Und wieder der Fehler. Da ist der Punkt. Wieder haben wir Breakball. Wir ändern jetzt mal was, weil das schon deutlich ist, wie viele Fehler wir hier in einem Ballwechsel machen. Dass wir beim Return so viel riskieren, ist in Ordnung. Aber das, was wir hier haben, ist eine Katastrophe. Wir gehen jetzt mal mit dem Risiko, auf die Linie zu spielen, zurück. Auf Durchschnitt. Außer in der Angriffssituation. Da bleiben wir natürlich dabei, auf die Winner zu gehen. Und hier lassen wir es auch mal so, wie es ist. Aber diese Unforced Errors da, die wir verbauen da, das ist unglaublich. Ich hoffe jetzt, dass das was bringt. Da ist der Ball im Aus vom Serben und es steht 5 beide. Wieder 2 Breakbälle für den Serben. Es ist nicht zu glauben, was mit dem Aufschlag von Rudi Mollecker heute los ist. Eigentlich ja ein richtig guter Aufschläger, aber heute hat er seine Mühe. Und da ist das nächste Break. Und jetzt schauen wir mal, ob er es diesmal durchbringt. 40-15, 2 Satzbälle für Milojevic. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal schaffen können zu verteidigen. Da geht Mollecker völlig unkonzentriert ans Netz. Da haben wir richtig viel Glück, wenn wir den Punkt machen. Und den machen wir tatsächlich. Eigentlich ein schlechter Netzangriff gewesen. ...40-30, einen Satzball hat er noch. Dürfte der 6. oder 7. sein in diesem Match. Oh, jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ja. 7-5 geht der erste an Milojevic. Wir müssen uns ordentlich steigern, vor allem beim eigenen Aufschlag, wenn wir die Partie noch drehen wollen. Ja, das war nix, Leute. Rudi Mollecker wird diese Partie verlieren und er verliert sie absolut verdient. 5-7, 3-6. Ja, wirklich stolz sein können wir nicht auf die Partie, das hätten wir eigentlich machen müssen. Da hätten wir im Kremlin Cup ins Finale kommen können und den Pokal gewinnen können. Aber stattdessen sind wir im Halbfinale raus. 8.000 Euro haben wir verdient, ein paar Pünktchen hat es gegeben, aber eigentlich ist die Woche für uns insgesamt doch eher enttäuschend verlaufen. Ja, das war wohl nichts, Anja Wildgruber. Da wollten wir auf Sand mal um einen Titel mitspielen in Ungarn, sind an 1 gesetzt, kommen dann durch 2 Siege weiter bis ins Viertelfinale. Aber gegen die Russin Potapova, die 136 der Welt, fliegen wir in 2 Sätzen raus. Schade, ich habe gehofft, dass wir hier mal um den Titel mitspielen können. Das hat nicht geklappt. Genauso wenig wie bei unserer Nastasja Schunk. Die ist auch im Viertelfinale ausgeschieden. 1.000 Euro immerhin eingespielt in Nanning. Wir müssen, wie immer, wenn sie ausgeschieden sind, natürlich das Training machen. Das dürfen wir nicht vergessen, denn dann reisen sie ja sozusagen zurück. Und können mehr trainieren. Das trifft natürlich auf Rudi Mollecker nicht so, weil der ist ja noch im Turnier. Und da hoffen wir natürlich auch, dass er noch ein, zwei Runden weiterkommt, denn dann steht er im Finale. Aber Anja Wildgruber hat jetzt Zeit, da machen wir keinen Taktikunterricht. Sie soll weiterhin arbeiten, vor allem an den körperlichen Attributen. Da nehmen wir hier gleich mal 2 Einheiten mit rein. Auf jeden Fall den Sprint und technisch gesehen die angreifende Vorhand wollen wir auch nochmal mit dabei haben. Die machen wir dann hier nachmittags. Haben wir den Sprint wieder gelöscht, müssen wir ihn wieder reintun. So, dann bei Schunk ebenfalls, da schauen wir jetzt einfach gleich mal, was wir da eigentlich noch großartig trainieren müssen. Also Rückhand, Vorhand, das ist alles so eher durchschnittlich. Die Geschwindigkeit ist ein großes Problem, das haben wir gesehen. Geschwindigkeit und Wendigkeit, würde ich sagen, ist schon der Hauptfokus bei Nastasja Schunk. Das gehen wir hier jetzt auch an. Wendigkeit haben wir hier, Geschwindigkeit bei Sprints natürlich, also Sprints haben wir gleich definitiv 2 rein, da muss sie einfach zackig besser werden. Das ist viel zu schlecht. Und Wendigkeit haben wir hier 3 Linien. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Hindernislauf auch noch mit rein, sodass sie sich da auf jeden Fall jetzt verbessert. So, wir haben uns Mollecker zugewiesen. Schauen wir doch gleich mal, gegen wen es jetzt geht. Diese Interviews nerven wirklich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich die ausschalten kann. Ich nehme einfach immer irgendeine Antwort. Es ist wahnsinnig nervig. Aber da müssen wir jetzt durch. Also Wildgruber raus und Schunk raus. Das haben wir schon gesehen. Wir spielen jetzt gegen Rublev im Halbfinale der Swiss Indoors. Also das ist nicht unser Lieblingsgegner, muss ich sagen. Ich glaube, da haben wir bis jetzt immer verloren. Das andere Halbfinale ist Djokovic gegen Medvedev. Also
Da werden wir nicht viel Spaß jetzt haben. Rublev, viermal haben wir gegen ihn gespielt und viermal verloren. Hoffen wir, dass es diesmal mal mit einem Sieg klappt. Der Rublev ist einfach eine Nummer zu groß. Da können wir machen, was wir wollen. Wir haben gegen den noch keine funktionierende Strategie gefunden. Verlieren den ersten Satz 6-3 und werden jetzt mal ein bisschen was Verrücktes probieren. Wir gehen weg von unseren eingespielten Taktiken und spielen jetzt mal auf Konter. Ich habe eh nichts zu verlieren. Wir müssen jetzt einfach mal genau das Gegenteil machen von dem, was wir immer gegen ihn machen. Vielleicht ist das ja ein Geheimrezept. Auch das abwartende Konterspiel führt wahrscheinlich nicht dazu, dass wir Rublev schlagen können oder zumindest einen Satz holen können. Aber es sieht deutlich besser aus. 6-5 steht es für Rublev. Einstand. Er hat gerade einen Matchball vergeben. Also vielleicht schaffen wir es in den Tiebreak. Das wäre doch was. Ihr seht schon, dass Molliker hier tatsächlich sehr defensiv spielt. Der riskiert nichts. Der spielt den Ball eigentlich nur rüber und wir hoffen, dass Rublev den Fehler macht. Das Spiel basiert, wie gesagt, auf Konterschlägen, so wie wir hier ihn gerade gesehen haben. Also wir warten ab und setzen dann unseren Winner nur, wenn die Chance auf einen Winner wirklich groß ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, das sollten wir dranbleiben. Vielleicht können wir sowas mal entwickeln für einen weiteren Spieler in unserer Akademie. Hier auch der Aufschlag nach außen mal, den muss er natürlich nach rechts Inside Out spielen, aber da ist eben das Risiko nicht eingestellt. Hier machen wir jetzt den Punkt, schöner Konterschlag. Genau das wollen wir bei der Strategie sehen. Funktioniert also sehr gut, diese Umsetzung. Und jetzt geht es tatsächlich in den Tiebreak. Wer hätte das gedacht? Ganz ungewohnt, Rudi Mollecker so spielen zu sehen, wie er den Ball einfach nur sicher rüberschlägt und hofft, dass der Gegner einen Fehler macht und der macht ihn dann halt auch irgendwann. Und schon steht es 2-1 für uns, aber wir müssen jetzt natürlich trotzdem schauen, dass wir mal das Mini-Break schaffen. Da gelingt es nicht, da war der Winner vorprogrammiert, aber wir schlagen ihn jetzt aus. Zwei beide, wir sind im Ballwechsel, aber da ist Rublev dann einfach zu stark. Wenn Rublev keinen schlechten Tag hat, wird auch diese Strategie nicht verhelfen. Das ist einfach so. Der ist zu sicher in seinen Schlägen. Aber das ist vielleicht wirklich eine Taktik, die wir im Damentennis mal anpassen können. Mit leichten Korrekturen. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also vielleicht ist das was für Nastassja Schunk. Oder für Anja Wildgruber auch. Dieses etwas abwartende Spiel. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Zu Rudi Mollecker passt es natürlich nicht. Aber wir sind so verzweifelt gegen Rublev, dass wir das jetzt auch einfach mal riskiert haben. 6-4 steht es für den Russen. Einen Matchball hat er gerade schon wieder vergeben. Das heißt, zwei hat er jetzt noch. Und wenn er sich nicht ganz dumm anstellt, wird er das jetzt dann machen. Einer bleibt übrig. 6-5 bei eigenem Aufschlag. Das war's. 6-3, 7-6. Es ist garantiert keine Schande, gegen Rublev zu verlieren. Aber wir haben jetzt mal was Interessantes ausprobiert und ich finde es eigentlich wirklich ganz gut. Wieder das Aus, also im Halbfinale. Wir schaffen es einfach nicht ins Finale zu kommen. Trotzdem 24.000 Euro haben wir verdient und auch hier wieder schön Punkte abgesahnt. Wir haben drei E-Mails im Posteingang, die durchaus wichtig sind, denn drei unserer Mitarbeiter haben einen auslaufenden Vertrag und fragen jetzt, ob wir den Vertrag verlängern möchten. Ich muss ehrlich sagen, ich werde alle drei nicht verlängern. Paoletti ist unser Scout, Nahimana unsere Physiotherapeutin und Olsson ist unser Analytiker. Alle drei sind ziemlich schwach, wenn wir uns das hier mal in der Liste anschauen. Also Nahimana ist zuständig für die Betreuung, der hat sie nur Wert 7. Also wir sind mittlerweile reich genug in unserer Academy, dass wir uns da eine bessere leisten können. Gleiches gilt für Olsson und für Paoletti. Alle drei haben hier auch in der Erfahrungsstufe nur die Stufe 1 von 9. Also da werden wir uns jetzt drei neue Mitarbeiter suchen. Und die dann dementsprechend entlassen. Woche 44 könnte für unsere Akademie eine ganz, ganz wichtige werden, denn es stehen wichtige Turniere an. Rudi Mollecker spielt bei den Rolex Paris Masters, da gibt es viele, viele Punkte, also ein sehr wichtiges Turnier für ihn. Anja Wildgruber spielt bei den Next Gen Finals, natürlich WTA, nicht ATP. Das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, nicht nur, weil es hier viel Geld und viele Punkte gibt, sondern einfach, weil das natürlich ein unglaubliches Prestigeduell ist. Da schauen wir uns gleich mal das Duell an. Wir starten im Viertelfinale gegen Snigur. Also ich glaube, dieses Turnier könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Das wäre natürlich der Wahnsinn.
Und für Nastasja Schunk, wie schon gesagt, ist es sowieso wichtig. Da müssen wir jede Runde, jede Woche jetzt Punkte holen. Beim Viertelfinale in Nanning hat sie 9 Punkte verdient, ist dadurch die 210 jetzt geworden. Und in dieser Woche spielt sie in Frankreich in Nantes. Also auch hier hoffen wir wieder, dass sie ein paar Punkte für die Weltrangliste einsammeln kann. Dass das Training funktioniert, so wie wir es eingestellt haben, sehen wir hier. Geschwindigkeit haben wir ja bei ihr trainiert, vorwiegend die Sprints. Da hat sie aktuell Stärke 9, hat 74%, um die nächste Stufe, also die 10, zu erreichen. Da wurde sie jetzt um 16,5% angehoben. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel bei Wildgruber, da haben wir 4%, oder bei Mollecker, da kommen wir gerade mal auf 3-4%, weil die beiden natürlich nicht mehr so entwicklungsfähig sind wie Schunk und weil natürlich Mollecker auch bis ins Halbfinale vorgestoßen ist und daher sowieso relativ wenig trainieren konnte. Jetzt schauen wir uns mal das Tableau an für die Next Gen WTA Finals. In Mailand wird gespielt. Es geht um 136.000 und um gar keinen Punkt. Aha. Okay, das geht hier tatsächlich um keine Punkte. Also eigentlich nur um das Geld und um das Prestige. Wir sind an 4 gesetzt mit Anja Wildgruber. Sollten die erste Runde auf jeden Fall überstehen und danach gegen Cory Gauff könnte es natürlich schon eng werden. An 2 gesetzt Whitney Osuigwe, also zwei US-Amerikanerinnen, die hier die Favoritinnen sind. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Die erste Runde werden wir auf jeden Fall jetzt bloß simulieren. Denn spielen werden wir nur Finale oder Halbfinale. Bei Daria Znigur sieht es so aus, die ist die 110 der Welt. Wir haben schon einmal gegen sie gespielt und einmal gewonnen. Also da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber wenn das Programm uns das sagt, dann wird es schon stimmen. Wir simulieren jetzt und hoffen einfach mal, dass wir weiterkommen und nicht direkt ausscheiden. Ach ja, da geht es jetzt wieder nur bis 4. 4-2, 4-2, 4-3. Also in 3 Sätzen tatsächlich weitergekommen. Es scheint hier 3 Gewinnsätze zu geben. Und gleichzeitig wird nur bis 4 gespielt. Das ist natürlich interessant. Cory Gauff hat es nicht geschafft, Leyla Fernandes zu schlagen. Und so treffen wir jetzt auf die 121. der Welt. Das passt uns natürlich sehr, sehr gut. Denn so steht eigentlich dem Finaleinzug nichts mehr im Wege. 4-0 geht der erste Satz an uns. Es scheint nicht so zu sein, als wäre die Kanadierin für uns ein Problem. Aber wir haben es schon oft gesehen bei diesem Turnier. Beziehungsweise bei diesen Sätzen, wo es nur bis 4 geht, dass es ganz schnell natürlich dann kippen kann. Im Tiebreak des zweiten Satzes zieht die Kanadierin plötzlich an. 6-1 für sie, das heißt, sie hat 5 Satzbälle und wird den Satz natürlich locker nach Hause bringen jetzt. Also das ist eine Enttäuschung. Ich dachte, wir haben die im Griff, aber wie gesagt, bei diesen Sätzen, wo es nur bis 4 geht, kann es brutal schnell in die andere Richtung gehen. Auch im dritten Satz muss es jetzt im Tiebreak gerichtet werden. Der läuft allerdings deutlich besser als der davor. 6-5, wir haben gerade schon den Satzball vergeben. Jetzt haben wir den zweiten, den nutzen wir. 4-0, 3-4, 4-3. Jetzt geht es in den vierten. Und im vierten Satz haben wir keine Probleme mit Leyla Fernandes. Wir werden den Satz 4-1 gewinnen. Dieser Winner entscheidet die Partie. Anja Wildgruber zieht bei den Next-Gen-WTA-Finals ins Finale ein. Im Finale trifft Anja Wildgruber jetzt auf die an 2 gesetzte Amerikanerin Whitney Osuigwe. Sie hat in der ersten Runde in 3 Sätzen gewonnen. In der zweiten Runde hat sie allerdings 5 Sätze benötigt. War schon 2-0 hinten. Also, das scheint eine gute Comebackerin zu sein. Die ist die 35 der Welt, also klar vor uns positioniert. Ist in herausragender Form und dürfte für uns relativ schwer zu schlagen sein. Im ersten Satz haben wir keine Chance gegen die US-Amerikanerin. Auch wenn wir hier jetzt nochmal einen Punkt gemacht haben, sie hat 2 Matchbälle. Es wird ja hier auch nach dem Einstand direkt ein Entscheidungspunkt gespielt. Und da ist es. 4-1 für Osuigwe. Das wird eine harte Nummer, das noch zu drehen. Ich überlege mir gerade, ob ich was ändern soll, denn so wie wir jetzt gespielt haben, werden wir keine Chance haben. Und da das letztes Mal mit Rudi Mollecker so gut funktioniert hat gegen Rublev, möchte ich das jetzt hier auch mal ausprobieren. Wir spielen ein Spiel basierend auf Konterschlägen. Auch die taktischen Umstellungen bringen nichts. Wir werden auch den zweiten Satz verlieren, weil die Amerikanerin einfach besser ist als wir. Das müssen wir uns hier eingestehen. 3-0 war sie schon vorne, jetzt sind wir noch auf 3-2 rangekommen. Aber jetzt kassieren wir halt schon wieder das Break, weil wir einfach zu viele Fehler machen. Trotz unserer Einstellung, die wir hier getroffen haben, wir gehen jetzt wieder zurück auf unser Angriffsspiel, denn das hat mir dann doch besser gefallen gegen diese Gegnerin. Versuchen wir es mal. Vielleicht können wir ja jetzt auch unsere Comeback-Qualitäten beweisen.
Wir kassieren einfach viel zu viele Breaks. Wieder gibt es zwei Breakbälle und das ist auch gleichbedeutend mit zwei Satz- und Matchbällen. Aber wir wehren beide ab. Jetzt gibt es aber noch den dritten, denn bei Einstand, wie gesagt, geht es nicht mit Vorteil weiter, sondern direkt mit dem Spielgewinn. Und wir holen uns das tatsächlich noch. Also drei Punkte in Folge, drei Breakbälle abgewehrt, drei Matchbälle abgewehrt, muss man ja sagen. Und jetzt könnten wir tatsächlich nochmal zurückkommen. Es geht jetzt hier in den Tiebreak. Da spulen wir jetzt vor, das schauen wir uns nicht komplett an. 3-0 für uns, 4-2 und dann kommt die Wende, 6-5. Wir haben jetzt tatsächlich Satzball. Aber der erste Aufschlag kommt von Whitney Osuigwe. Und wenn der kommt, wird es schwer, das sage ich euch ganz ehrlich. Wir hatten einen relativ guten Aufschlag, finde ich. Und jetzt hat sie wieder Matchball. Das war's. 4-1, 4-2, 4-3. Wir haben uns von Satz zu Satz gesteigert. Aber unterm Strich haben wir die Partie eigentlich echt verdient verloren. Osuigwe war und ist die bessere Spielerin. Was hat es uns gebracht? Immerhin 41.440 Euro. Das ist natürlich Geld, das unserer Akademie gut tut. Eben auch, weil wir ja jetzt neue Mitarbeiter einstellen. Ihr seht es schon, Lukic hat unterschrieben. Die wird jetzt Physiotherapeutin. Dementsprechend mussten wir unsere anderen Mitarbeiter jetzt entlassen. Das haben wir gemacht. Zwei weitere werden noch kommen, nämlich eine Agentin und ein Scout. Bei Schunk lief es nicht so gut in Nord. Sie ist aber immerhin bis ins Achtelfinale gekommen. Dürfte wieder ein, zwei Pünktchen für die WTA-Rangliste gegeben haben. Was ist eigentlich mit Rudi Mollecker? Der müsste doch eigentlich auch spielen. Der hat das erste Spiel gewonnen. Wir switchen jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell zu Anja Wildgruber. Da können wir natürlich jetzt das Training wieder einstellen. Bei ihr weiterhin der Fokus auf körperlichen Fähigkeiten. Wir wollen schneller werden und wir wollen vor allem auch die Wendigkeit dazu bekommen. Ausdauer übrigens auch nicht gut. Also Geschwindigkeit, Wendigkeit und Ausdauer. Es ist ähnlich wie bei Schunk. Körperlich, also auf jeden Fall natürlich Sprint. Und dann haben wir hier noch einen Slot für zwei Geschichten. Da brauchen wir jetzt die Wendigkeit vorwiegend. Würde ich mal sagen, nehmen wir den Hindernislauf. Und dann haben wir noch gesagt Ausdauer. Da machen wir natürlich den Ausdauertest. Den haben wir auch noch mit rein. Dann kann sie hier jetzt noch ein bisschen trainieren. Natascha Schunk, haben wir das da schon gemacht? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Auch bei ihr können wir jetzt natürlich das Training machen, weil sie ausgeschieden ist. Dann nehmen wir doch nicht den Tempowechsel, sondern auch hier wieder den Sprint, den Hindernislauf. Und wie sieht es bei ihr mit der Ausdauer aus? Die ist auch nur bei 10. Ja, das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie bei Anja Wildgruber. Dann hauen wir bei ihr auch nochmal die Ausdauer mit rein. Übertreiben wollen wir es natürlich nicht, denn die nächste Woche steht ja schon wieder ein Turnier an. Rudi Mollecker, da gehen wir jetzt wie gesagt hin. Bei dem können wir das Training nicht einstellen, aber wir werden ihn jetzt betreuen. Das heißt, unser Name kommt wieder zu Mollecker. Und dann werden wir automatisch zum nächsten Spiel weitergeleitet. Also die erste Runde hat er ja gewonnen bei den Paris Master. Da geht es um enorm viel Geld und enorm viel Punkte. Also da dürfen wir uns nicht die Blöße geben, als Favorit auszuscheiden. Okay, die erste Runde waren freilos. Das ist natürlich spitze. In der zweiten Runde spielen wir gegen Gael Monfils, der durch die Wildcard hier reingekommen ist und die Nummer 56 der Welt ist. Ach, das haben wir schon gewonnen. 7-5, 6-3, stark. Und jetzt geht es in der nächsten Runde. Ja, herzlichen Glückwunsch gegen Daniel Medvedev. Ja. Da haben wir wenig Spaß, den haben wir auch noch nie geschlagen. Viermal gespielt, viermal verloren. Der ist genauso wie der Rublev für uns einmal nicht zu schlagen. Wir versuchen es trotzdem und verlieren 6-3, 7-6. Das war zu erwarten und damit ist diese Woche auch vorbei. 20.000 haben wir durch dieses Turnier für Mollecker bekommen und bestimmt auch einige Punkte für die Weltrangliste. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch bei ihm nochmal ins Training. Auch wenn es eigentlich nur noch zwei Tage sind, rentiert sich das trotzdem. Bei ihm schauen wir auch mal, was wir da brauchen könnten. Die Geschwindigkeit ist natürlich auch ein Problem, aber wir brauchen vor allem auch den Rückschlag, der besser werden muss. Also Geschwindigkeit und Rückschlag möchte ich bei ihm auf jeden Fall verbessern. Das heißt, wir gehen in die Technik rein, versuchen hier den Winner-Rückschlag zu trainieren. Den machen wir nämlich dann gleich zweimal. Den wollen wir gleich zweimal trainieren und dann nehmen wir noch was für die Geschwindigkeit. Da trainieren wir die Sprints und dann ist für ihn die Woche auch gelaufen. Wir sind in Woche 47 und damit in der letzten Woche der Tennissaison 2023 angekommen. Die letzten beiden Wochen
möchte ich mit euch aber nochmal Revue passieren lassen. Zum einen haben wir unsere Mitarbeiter bekommen, die wir haben wollten. Also Scout, Analytiker und Physio, die haben wir jetzt auch schon zugewiesen. Also die sind bei uns jetzt fester Bestandteil des Teams. Der wöchentliche Teambericht, das ist dann, glaube ich, Woche 45 gewesen. Ist ja jetzt schon wieder hinfällig, deswegen überspringen wir den einfach. Schunk, ja, das war die einzige, die Turniere gespielt hat, denn Rudi Mollecker und Anja Wildgruber haben ja ihre Saison nach Woche 45 schon beendet, weil es einfach keine geilen Turniere mehr gibt für sie. Schunk hat gespielt, hätte auch eigentlich ein paar Punkte holen sollen, ist aber direkt in der ersten Runde ausgeschieden in Shenzhen. Das ist sehr schade, denn das wäre ein wichtiges Turnier für sie gewesen, wo es viele Punkte gegeben hätte. Immerhin hat sie uns 1000 Euro eingebracht. Die Trainingsberichte schauen wir uns auch mal an, denn da finde ich es ganz interessant, wie viel mehr Prozent wir gewinnen, wenn wir trainieren, statt zu spielen. Rudi Mollecker zum Beispiel hat 10% zugenommen bei der Geschwindigkeit, ist da auf dem Weg, jetzt die 13 zu erreichen. Gleiches wollen wir beim Rückschlag haben. Bei Anja Wildgruber ist es noch extremer. 15% hat sie bei der Geschwindigkeit hinzugewonnen. Und bei Natascha Schunk ist es natürlich richtig extrem. 25% bei der Geschwindigkeit und der Wendigkeit. Sie hat überall jetzt einen Punkt dazugewonnen, auch bei Reflexe. Also so eine Trainingswoche kann sich schon echt schnell bemerkbar machen. Der nächste wöchentliche Teambericht, das ist jetzt der aktuelle. Rudi Mollecker ist natürlich ziemlich im Arsch. Der hat viel trainiert, aber ist in der Rangliste auf Platz 13 vorgestoßen, was die beste Platzierung ist, die er jemals in seinem Leben hatte. Anja Wildgruber ist auf der 51, ihre beste war Position 50, also das wird sie wahrscheinlich jetzt in dieser Woche nicht mehr erreichen, weil sie ja wie gesagt nicht spielt. Da müsste sie schon viel Glück haben, dass die anderen in der Woche Punkte verlieren. Ich glaube sogar, dass sie Punkte verliert, weil sie, glaube ich, letztes Jahr in Bhopal gespielt hat. Da spielt übrigens gleich Nastassja Schunk, die wieder eine gute Trainingswoche natürlich hatte. Wir haben uns ein bisschen erholt. Anja Wildgruber hat beim Rückschlag einen Punkt dazugewonnen. Also insgesamt sehr, sehr erfolgreich diese zwei Trainingswochen für unsere zwei oder drei, muss man ja sagen, guten Spieler. Wir sind auch erfolgreich. Wir sind jetzt auf Stufe 5 als Manager gekommen. Also die Nachricht kriege ich jedes Jahr wahrscheinlich immer in der letzten Woche. Steigt man da scheinbar einfach ein Level auf. Das ist wahrscheinlich so eine Art Erfahrungslevel. So, die Mails können wir löschen. Jetzt gehen wir rein in das letzte Turnier des Jahres. Wir sind in Bhopal an 1 gesetzt. Und wir haben ja gesagt, unser Ziel ist es, in die 150 der Welt hervorzustoßen am Ende der Saison. Das werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Da müssen wir das Turnier schon gewinnen. Möglich ist es, wenn ich mir die Weltranglistenpositionen der Gegner anschaue. Wir sind die 199. Also hier sollten wir jetzt schon ein paar Runden weiterkommen, vielleicht sogar das Turnier gewinnen. Dann ist es möglich, dass wir mit Natascha Schunk unser Ziel noch erreichen und in die ersten 150 vorrücken. Wir haben es tatsächlich geschafft und mit Natascha Schunk das Finale von Bhopal erreicht. Ich muss zugeben, das Turnier ist wirklich sehr schlecht besetzt. Wir sind durchgerusht mit nur zwei Satzsiegen. Und ich erinnere mich auch, vor 2 Jahren, also in unserer ersten Saison, haben wir das Turnier, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit Anja Wildgruber gespielt. Ich glaube, da haben wir das Finale verloren am Ende. Jetzt spielen wir hier gegen die Italienerin Ferrando. Die ist durch eine Wildcard hier reingekommen, die 863 der Welt. Für uns gab es eigentlich nur ein Ziel geben, nämlich, dass wir hier gewinnen. Dann holen wir die 50 Punkte für die WTA-Rangliste, die 4000 Preisgeld. Und dann könnte es noch klappen, dass wir in der Weltrangliste vorrücken. Und das ist unfassbar wichtig, denn ich habe es ja gesagt, wir wollen in den Australian Open schon in der Quali mit Natascha Schunk mitspielen. Das wäre ein Mega-Erfolg. Wir könnten wirklich den Next Step mit ihr erreichen. Aber dafür müssen wir jetzt die Italienerin schlagen. Schauen wir mal, wie die drauf ist. Sie ist in herausragender Form. Wir haben aber schon mal gegen sie gespielt und das Spiel gewonnen. Ich kann mich leider überhaupt nicht an die Partie erinnern. Vielleicht war das auch vor unserer Zeit. Da bin ich mir nicht sicher. So oder so, wir müssen jetzt rein in die Partie, ins Finale. Und das wäre doch geil, wenn wir das letzte Turnier dieses Jahres tatsächlich jetzt noch gewinnen könnten. Satzball Cristiana Ferrando und sie verwandelt sofort den ersten. 6-2, das ist ein bisschen deutlich. Also da können wir nicht mit zufrieden sein. Satzball Nastassja Schunk, wir sind Break vorne und gewinnen den Satz mit 6 zu 4. Wir haben taktische Anpassungen gemacht, ich zeige sie euch mal. Wir spielen schon noch unser Schenk 1, wie wir es genannt haben, fälschlicherweise, weil sie ja Schunk heißt. Aber wir haben jetzt vor allem beim Rückschlag hier eingestellt, dass wir deutlich mehr Risiko gehen und auch beim Aufschlag werden wir jetzt beim zweiten Aufschlag deutlich mehr riskieren. Das hat sich ausgezahlt. Wir sind jetzt die bessere Spielerin und können im dritten Satz vielleicht das Turnier tatsächlich gewinnen. Der Italienerin geht im dritten Satz tatsächlich die Luft aus. 5-2 steht es für uns. Wir haben drei Matchbälle. Jetzt haben wir noch zwei.
Da wir gerade einen Doppelfehler serviert haben, das kommt natürlich als negative Eigenschaft mit dazu, wenn man beim zweiten Aufschlag so viel riskiert. Jetzt geht sie ans Netz mit einem lächerlichen Angriffsball. Jetzt haben wir noch einen Matchball und der wird zum Glück verhauen. Und damit gewinnen wir das Finale in Bhopal und haben tatsächlich das vierte Turnier jetzt schon gewonnen mit Nastassja Schunk. Also da können wir wirklich sehr zufrieden sein. 2.900 Euro hat es gebracht. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir jetzt die Punkte für die Weltrangliste bekommen haben. Und da bin ich jetzt echt gespannt, welche Auswirkungen das hat. Wir klicken auf Weiter und schauen uns an, wie sich die Weltrangliste entwickelt hat. Wir haben ja schon Sonntag, jetzt warten wir noch bis Montag, beziehungsweise hier gibt es jetzt natürlich richtig schöne E-Mails. Aha, Überprüfung des Vertrags über Schläger von Mollecker. Genau, wir hatten ja mit Mollecker einen Vertrag mit Prince gemacht und da gab es ein paar Konditionen, wo wir mehr Geld kriegen könnten. Ergebnisbonus, gewinne ein MTL Grand Slam oder besser. 72.000. Ranglistenbonus, erreiche Rang 15, 145.000. Haben wir das beides geschafft oder was? Erreiche Viertelfinale. Ah, okay. Das haben wir erreicht. Ja, das haben wir erreicht. Das heißt, es gibt 396.000 Euro. Und 87.000 gehören uns. Das ist ja mal geil. Gemäß des Vertrages von Mollecker mit uns erhält die Akademie 22% von 217.000. Okay. Warum sind es jetzt 217.000? Weiß man nicht. Ach, das sind einfach diese beiden Werte. Okay. Die haben quasi die monatlichen Zahlungen und den Unterschriftsbonus nicht dazu gerechnet, weil wir die ja monatlich bekommen und vor allem den Unterschriftsbonus am Anfang schon bekommen haben. Also zumindest den Anteil, den wir haben. Okay, also wir haben von den Erfolgsprämien die Kohle bekommen. Alles klar. Okay, verstehe ich. Dann geht's weiter. Wir haben ja noch einen Vertrag mit Outfits gehabt. Auch da haben wir die Ziele erreicht. Ja, Wahnsinn. Wir kriegen ja richtig geile Kohle jetzt. Und auch hier haben wir es erreicht beim Vertrag mit den Schuhen. Also deswegen ist der Kontostand jetzt so hoch, nehme ich mal an. Cool. Das freut uns natürlich. Auch im Training läuft es gut. Wir haben weiter an der Geschwindigkeit und der Wendigkeit von Rudi Mollecker gearbeitet und natürlich auch von Anja Wildgruber. Da geht es rasant nach oben. Also es lohnt sich wirklich mal zu trainieren und nicht Matches zu spielen. Das werden wir in der nächsten Saison häufiger machen. Also mit Mollecker und Wildgruber sind wir so oft auf den Tennisplatz gegangen. Also um ein Match zu spielen natürlich. Wir gehen jetzt öfters mal auf den Tennisplatz, um zu trainieren. Also, oder ins Fitnessstudio. Das ist echt nötig. Das lohnt sich. Auch bei Schunk sehen wir das, wobei sie natürlich jetzt gespielt hat. Da hat ich also nicht viel getan. Saisonabschlussprüfung der Akademieziele abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Alles ist hoch. Natürlich, wir sind im Plus geblieben und wir haben keinen Spieler verloren. Das heißt, hier haben wir überall grüne Zahlen. Weiter geht's. Daten zu den Mindestzielen von Mollecker. Alles erreicht. Er wollte in die Top 20 der Weltrangliste. Wir sind auf Platz 15. Grand Slam wollte Runde der letzten 16 erreicht. Haben wir alles erreicht? Zufriedenheit liegt bei 100%. Das ist ja unglaublich. Jetzt ist aber die Geschichte folgende. Der Vertrag von Mollecker läuft aus. Also wenn wir jetzt nicht mit ihm verlängern, dann müssen wir die nächste Saison ohne Mollecker spielen. Also was möchte er denn erreichen? Rankingziel, die Top 10 der Welt. Ja, also Rudi Mollecker, da überschätzt du dich wahrscheinlich. Ich meine, der ist 23, hat noch ein bisschen Potenzial, aber langfristig die Top 10 wird er nicht erreichen. Wir können vielleicht mal eine Woche reinschnuppern, aber Top 10 Spieler langfristig ist Rudi Mollecker wahrscheinlich nicht. Er will sich für die ATP Finals qualifizieren. Oh Gott. Also das sind Ziele. Die ersten zwei werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Die anderen drei sind, glaube ich, machbar. Wir können sowieso nichts anderes machen, als die Ziele zu akzeptieren. Deswegen machen wir das. Sekundärer Spieler, Vertragslaufzeit, zwei Saisons. Was ist, wenn wir auf drei Saisons gehen und ein Gegenangebot machen? Möchte er nicht, dann machen wir doch zwei Saisons. Okay. Wie viel Prozent drückt er uns ab? Also bislang kriegen wir 22 von ihm. Dabei wird es definitiv nicht bleiben. Aber 14%, ich denke, damit müssen wir zufrieden sein. Ich hoffe, dass er unterschreibt. Ganz so viel Geduld hat er nämlich nicht mehr. Aber er hat zugestimmt, das Vertragsangebot zu unterzeichnen. Die Nachricht bekommen wir jetzt. Das heißt, wir klicken auf Vertrag unterzeichnen. Das ist doch schon mal gut. Jetzt wird es aber noch bitterer bei Anja Wildgruber. Denn ich glaube ehrlich gesagt, dass die auch ordentlich auf Prozente künftig verzichten möchte. Also wir haben alles erreicht, außer die Runde der letzten 32 bei einem Grand Slam. Ja, das ist wirklich eine Schwäche von ihr in den Grand Slams. Hat sie bislang noch überhaupt nicht zu überzeugen gewusst. Was sind ihre Ziele?
Platz 50 WTA schaffen wir locker. Grand Slam wieder die 32, das schaffen wir alles. Also Anja Wildgruber wird die Ziele alle erreichen, da bin ich mir relativ sicher. Vielversprechendes Talent, 4 Saisons, das akzeptieren wir sofort. Dann sind wir 4 Jahre jetzt mit Anja Wildgruber auf jeden Fall am Start. Aber die Prozente, ich habe es befürchtet, 56% bekommen wir aktuell. 15 will sie uns jetzt hier die für dieses Jahr geben. Schauen wir mal, ob wir auf 19 hochkommen. Da ist sie nicht einverstanden. Dann versuchen wir 17. Da ist sie einverstanden und dann dürfte sie den Vertrag doch verlängern. Jawohl, Vertrag unterzeichnen. Also, bedeutet für uns natürlich ganz klar, nächstes Jahr gibt es durch die beiden Spieler deutlich weniger Kohle. Das heißt, für die Kohle muss vor allem Natascha Schunk sorgen. Auch die ist zufrieden mit uns, hat ein Ziel nicht erreicht. Wir könnten jetzt neue Konditionen anbieten, aber das machen wir nicht. Das lassen wir so, denn die gibt uns aktuell 68% und wenn wir jetzt mit ihr verhandeln, dann sind es vielleicht bloß noch 20 oder 30% und das wollen wir natürlich keinesfalls riskieren. Wir sind am Ende der Saison angekommen und natürlich gibt es da wieder den Jahresfinanzbericht. Wir schauen uns mal an, was es da zu sehen gibt. Insgesamt beträgt der Kontostand jetzt 251.000. Wir haben durch Turniere 1,13 Millionen eingenommen. Das ist schon krass. Durch Ausrüster 456.000, durch den Vorstand 364.000 und durch die Akademiegeschäfte 134.000. Das Wichtige ist, dass wir nicht mehr abhängig sind vom Geld des Vorstands. Ausgegeben haben wir natürlich durch vor allem die Infrastruktur enorm viel. Das Business Center 714.000, die Mitarbeiterkosten 651.000, Sportzentrum haben wir ausgebaut, Jugend- und Scouting-Zentrum haben wir ausgebaut, das medizinische Zentrum hat Geld gekostet. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Insgesamt haben wir es aber tatsächlich geschafft, die Saison im Plus zu beenden. Das ist doch ein großer Erfolg. Erfolgreich waren wir auch mit unserer Natascha Schunk, die jetzt ungefähr ein halbes Jahr bei uns ist und sich in der Weltrangliste enorm verbessert hat. Was sind ihre Ziele für die nächste Saison? Die teilt sie uns hier in dieser E-Mail mit. Sie möchte in die Top 200 kommen. Das haben wir eh schon geschafft. Das finde ich ein bisschen krass. Sie möchte bei einem Grand Slam die erste Runde erreichen. Das heißt, sie möchte durch die Quali kommen. Da bin ich gespannt, ob sie das schafft. Beim Masters sozusagen, bei den Frauen, möchte sie die erste Runde haben in der Quali. Ja, das dürfte kein Problem sein. Das werden wir ja wohl irgendwo mal schaffen. Hier möchte sie gewinnen tatsächlich ein Turnier. Ja, das schaffen wir auch. Also die 80 auf jeden Fall. Bei der 160 bin ich eher noch skeptisch. Nationaler Ranglistenplatz verbessern. Da möchte sie in Deutschland die siebtbeste Spielerin werden. Okay. Alles machbar. Ich glaube, bis auf den Grand Slam, da bin ich noch skeptisch. Aber insgesamt sieht es doch gut aus. Unser Ziel haben wir fast erreicht. Ich habe es gesagt. In die Top 150 kommen mit Natascha Schunk bis zum Saisonende. Jetzt haben wir Platz 156 erreicht. Das auch nur durch den Sieg in Indien am Ende in der letzten Woche. Also wirklich ein Finish am Ende, der uns richtig weit nach vorne gebracht hat. Anja Wildgruber beendet die Saison auf Platz 48. Also ganz stark. Das ist die beste Platzierung, die sie jemals in ihrem Leben hatte. Und Rudi Mollecker beendet die Saison auf Platz 13. Das ist schon heftig. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass wir mit ihm am Ende dieses Jahres auf Platz 13 der Welt stehen. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir schauen uns jetzt mal die Weltrangliste an zum Abschluss dieser Session. Rublev ist Erster der Welt vor Team Medvedev und Tsitsipas. Ja, das sind alles Spieler, gegen die wir, glaube ich, kein einziges Mal gewonnen haben. Team könnten wir mal geschlagen haben, aber die haben wir alle verloren. Zverev haben wir auch schon geschlagen, Schapovalov haben wir schon geschlagen. Sinner ist ein absoluter Angstgegner von uns. Schwarzmann, da wissen wir noch die bittere Niederlage bei den US Open. Aber dann kommen schon wir auf Platz 13. Wahnsinn. Wir sind 23 Jahre alt und damit der zweitjüngste nach Jannik Sinner hier in dieser Rangliste. Also, das kann sich schon sehen lassen. Wir haben auch tatsächlich eigentlich einen guten Vorsprung hier auf Platz 21. Also, punktetechnisch stehen wir da echt gut da. Und wir dürfen nicht vergessen, die Australian Open waren unser schwächstes Grand Slam, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt also, wir könnten da im Januar schon wieder ordentlich Punkte holen. Turniere gespielt haben wir 34 und das ist ein klarer Abstand zu den Gegnern. Die haben teilweise 10 Turniere weniger gespielt. Hier sehen wir zum Beispiel Djokovic, der hat 12 Turniere weniger gespielt als wir. Da müssen wir ganz klar nächstes Jahr runterschrauben. Ich würde sagen, so 22 bis 25 Turniere sind okay, aber 34, das ist doch ein bisschen zu viel. Schauen wir mal auf die WTA-Rangliste. Da führt Naomi Osaka vor Iga Swiatek. Stark, also die hat, glaube ich, die Australian Open gewonnen. Kann sich wirklich sehen lassen. Sabalenka Dritte, gegen die haben wir auch schon verloren.
Aber wir müssen nicht weit runterscrollen, um uns zu finden, denn wir sind auf Platz 48 am Jahresende. Anja Wildgruber mit 755 Punkten, also auch in Schlagdistanz nach vorne, da geht einiges bis Platz 38 auf jeden Fall. Mit 21 Jahren gehört sie auf jeden Fall auch zu den jüngsten Spielerinnen hier. 36 Turniere gespielt, auch hier mit Abstand die meisten. Auch hier möchte ich nächstes Jahr mindestens 10, wenn nicht sogar noch mehr Turniere weniger spielen. Was ich jetzt auch noch interessant fände, dass wir sagen, wir wollen uns nur die deutschen Spieler anzeigen lassen. Dann sehen wir mal, wie wir im internationalen bzw. im nationalen Vergleich natürlich dastehen. Da ist Wildgruber tatsächlich die Beste. Also Anja Wildgruber ist die beste deutsche Tennisspielerin, die es aktuell gibt. Dann kommt Laura Siegemund, dann kommt Jule Niemeyer, dann kommt Annalena Friedsam, Tamara Korpatsch und dann kommt schon Natascha Mariana Schunk. Also ganz stark, mit unseren beiden Damen sind wir wirklich in unserem Land richtig, richtig gut vertreten. Wir können uns natürlich jetzt noch die Frage stellen, wen wir noch verpflichten wollen. Aber da müssen wir dann eher auf die ATP-Rangliste schauen, denn ich würde sagen, zwei Frauen haben wir schon, ein Mann aktuell. Wir holen uns als nächstes auf jeden Fall noch einen Mann ins Team. Und da muss man sagen, wir sind Platz 2. Alex Zverev natürlich auf 1, den werden wir auch über die nächsten Jahre hinweg wahrscheinlich nicht bezwingen können. Der ist ja auch noch relativ jung mit 26. Aber hinter uns, da ist schon ordentlicher Abstand. Also der nächstbeste ist Jan-Lennard Struff. Und dann kommt schon Daniel Altmaier tatsächlich. Wäre interessant, Max-Hans Rehberg haben wir gesagt, der ist mittlerweile die 170. Der wird definitiv interessant, weil der erst 20 Jahre alt ist. Also den haben wir auf jeden Fall auf unserem Zettel. Den haben wir ja auch komplett durchgescoutet. Also mit seinen 3 bis 4 Sternen ist das auf jeden Fall jemand, dem wir bald einen Vertrag anbieten könnten, wenn wir nicht noch einen besseren finden. Vielleicht gehen wir auch mal auf die Junior-Tour. Da gibt es jemanden, der ist auf Platz 18. Der ist 17 Jahre alt. Der wäre vielleicht jemand, den müssen wir auch mal scouten. Haben wir noch nicht gemacht, aber der wird noch bewertet. Wir haben hier schon das Zeichen drin, also den sollten wir auf jeden Fall bald mal scouten. Wie sieht es bei den Frauen aus? Da sind wir nicht so gut. Beste ist auf 42, Carolina Kuhl mit 18 Jahren. Aber da kommen schon einige. Hier gibt es sogar 14-Jährige. Also wir können definitiv, ich glaube, das machen wir. Als Viertes holen wir uns irgendwie ein 14-, 15-jähriges Talent, das wir von ganz, ganz, ganz früh aufbauen können. So, das war's jetzt mit der dritten Saison. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir in die vierte Saison starten. Dann werden wir natürlich auch bald schon wieder die US Open, beziehungsweise natürlich zuerst die Australian Open in Angriff nehmen. Schaltet also wieder ein, wenn es wieder heißt Slevens Stream Sport.